Sei der Turnier-Trendsetter. Hole dir die goldene Schleife für dein Outfit. So heißt diese Woche das Motto bei Fashion Star von Piqueur Escadron und Fundis. Wer von den Testimonials findet den besten Look rund um die Reithose? Nicole, Helen, Celine oder Julia? Jens Hilbert, du bist dran. Welcome to Fashion Star mit Schirm, Scham und Melone. Geht's zum großen Finale mit den coolen Girls. Nicole, Helen, Celine und Julia, den mega coolen 4 Teilnehmerinnen von Staffel 6. Wer wird's gewinnen? Wer wird Höchstnoten abstauben? Und wer wird Fashion Star von Staffel 6? We will see. Los geht's mit Nicole, unserem Fundes-Testimonial. Wohin möchtest du gerne deinen Gewinn im Wert von 500 Euro spenden? Ich spende meinen Gewinn an die Pferdeklappe Schleswig-Holstein, weil ich glaube, dass die gerade in diesen Zeiten den Gewinn wirklich gut gebrauchen können und weil es lokal ist und weil ich deren Arbeit wirklich sehr schätze. Also, Nicole und Ira haben auf jeden Fall alles gegeben, oder? Ira hat sich hervorragend als Shoppingbegleitung geschlagen. Beim Rechnen ist noch so ein bisschen Ausbaubedarf, aber ansonsten war es spitze. Sie war wirklich eine Riesenhilfe. Ich glaube, ohne sie hätte ich das Doppelte der Zeit gebraucht. Helen, unsere Dressurreiterin, liebt nicht nur ihre eigenen Pferde, sondern unterstützt auch gerne andere. Wenn ich Fashionstar werde, würde ich meinen Gewinn gerne an den Pferdeschutzhof in Reda-Wiedenbrück spenden. Ich finde es wirklich toll, wie sie sich für das Wohl der Tiere einsetzen und ja, das wäre auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Ihren persönlichen Favoriten aus der Piqueur-Kollektion hat das Piqueur-Testimonial schon gefunden. Mein Highlight ist die Reithose, weil ich finde es richtig schön, dass der Grip jetzt anders geworden ist, als sie so kleine Gebisse sind. Das mag ich. Celine verwöhnt gerne ihren Tönne, mit dem sie gemeinsam für den Reitverein Viernheim an den Start geht. Wenn ich gewinne, würde ich gerne meinen Preis an den Schulbetrieb des Reit- und Fahrvereins Viernheim spenden. Denn in Zeiten von Corona kann man jegliche Artikel aller Art bestens gebrauchen. Und wo gibt es die besser als bei Fundis Reitsport? Nicht nur Celine, sondern auch Claudia hat dafür gekämpft. Claudia kann ich alleine losschicken und für mich einkaufen lassen. Und kann mich zu 1000% darauf verlassen, dass das so ist, wie ich mir das vorstelle. Nee, war eine große Hilfe heute. Und Julia, unserem zweiten Piqueur-Testimonial, liegt die Gesundheit der Pferde sehr am Herzen. Genauso wie dem Reitverein in Holland. Ich möchte meinen Gewinn gerne an einen Reitverein spenden, nämlich an die Silviashufen. Die haben sehr viele Schulpferde und durch Corona geht es denen gerade nicht so gut. Und ja, ich hoffe, dass sie sich sehr über den Gewinn freuen würden. Julia würde sich selbst diese Wertnote geben. Eine 8. Keine 10. 9,5. Okay, eine 9,5 würde ich mir geben, weil, ja, was hätten wir anders machen wollen? Nämlich gar nichts. Du da, ich hier. So, ich bin gespannt. Motto, 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 Vollgas. Ich kann ja nicht so gut mit Stress umgehen, ne? Ich bin überhaupt nicht ungeduldig. Aber es nervt mich schon jetzt, dass wir es noch nicht gefunden haben. Ja, such die mal auch noch an 36 raus. Ja. Ein paar Socken brauche ich unbedingt. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir die andere Größen. Das ist hier eine 76. Ja, aber das sind diese Langgrößen, glaube ich. Ja. Puh. Was braucht ihr noch? Ich muss ja sagen, die Nicole ist mir schon mal sympathisch, denn sie hat jetzt mal nicht einfach nur schwarz, grau oder blau rausgesucht, sondern dunkelgrün, so ein Olivton. Und da muss ich sagen, denke ich auch schon länger drüber nach, weil ich habe ja auch schon mal ein rotes Jackett gehabt. Und mal so ein dunkles Grün oder so ein Oxford-Grün. Das ist auch ganz stylisch und cool. Finde ich gut. So, Reithose. Oh, Turnierschild mit Glitzer dazu. Sieht schön aus, ne? Blaues oder schwarz, weißes? Wir machen ja zwei Outfits, ne? Ich nehme weiß. Dann nimm du weiß, dann nehme ich ein blaues. Guck, wir nehmen hier so eine Weste. Ah, nee, die ist grau, ne? Ich möchte eine schwarze. Wieso nicht grau? Auf jeden Fall Fashion. Ist nicht schwarz. Aber wir müssen noch irgendwas, was so zu der Fliegendecke passt. Schabracke. Ich gehe mich schon mal umziehen, ne? Oh, das ist aber sehr Lagerfeld, sehr Chanel, was ich gerade sehe. So mit weißem Stehkragen und einer schwarzen Bluse. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, ich nehme noch die Stiefeltasche mit. Müssen wir gleich mal rechnen, ob das geht. Zeig mal. Also wenn die Oberarme sind wie bei Madonna, dann immer schön Kurzarm, ne? Weil das sexy ist, auch eine Dressur.
schick. Langweilig, oder? Ne, finde ich schön. Sehr schön. Ah, guck mal, das da. Ja, schau mal. Das da. Ah, ja. Mhm. Was meint ihr denn? Steht da Jensi mehr auf Glitzer oder Sommer? Ein bisschen Glitzer. Ich sehe das ja immer. Der hat auch immer so ganz schlicht also und dann ganz coole Akzente. Ja, genau, ist er ja ganz schlicht und dann irgendwas ganz edle Akzente. Ach, guck mal da, die Celine. Genau, ganz schlicht und dann coole Accessoires. So ist es. Vom Stoff anders. Genau. Die ist so ein bisschen dünner. Guck mal, die Celine hat als ordentliches Fundis-Testimonial auch gleich die Fundis-Kleidung an beim Shoppen. Wir müssten vielleicht mal ein bisschen gucken mit unserem Budget. Erstens mal Budget und zweitens mal auch Zeit. Sollen wir dem dann ein graues Mützchen nehmen? Nee. Aber mit grauem Rand, silbernem Rand? Ach so. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Celine hat echt tolles Haar. Gibt sie auch mit schwarzem Rand? Schwarzer Rand und dann wäre ganz cool, glaube ich, schwarzes Mützchen zum Jackett. Übrigens, ich erwarte, Celine, ganz im American Style, dass du die Haare nachher alle unterm Helm hast. Ich mag das nämlich nicht so gerne mit dem Pferdeschwanz, die Mädels. Ja, haben wir alles. Wir haben alles. Manne, warum? Da fehlt noch was. Jetzt immer nur halb fertig, hat aber mordste Spaß, gell? Wir haben getrödelt. Okay. Check. Sei der Turnier-Trendsetter, hol die goldene Schleife für dein Outfit, sag ich ja. Also wenn man das Turnier schaut, eine weiße Hose. Was mir schon mal gefällt, ist Gegickel und Gegaggel mit Spaß und Power und Freude. Und diese? Diese? Oder? Oh, die ist schön, die du gerade hattest. Und die Julia ist Tiermedizinstudentin. Das heißt, wenn die Julia Fashionstar werden würde, könnte sie mir mal dafür die Pferde behandeln. Und sie würde dem Reitverein Silvias Hufen auch eine Freude machen. Wahrscheinlich nicht, ne? Auf jeden Fall Stiefeletten. Und die Marlene hat aber auch ein schickes, attitüdiges, leicht angezicktes Oberteil an mit ihrem Perlenausschnitt. Sehr fashion. Sind das unterschiedliche? Hier sind welche für 180, aber ich glaube, das sind... Ich finde die eigentlich ganz schön. Ja, die sind schön. Oder? Doch, auf jeden Fall. Kann ich eben gucken. Ja, diese Cap weg. Puh, mega Outfit. Mega, oder? Ja. Sehr gut. Sowohl fürs Pferd als auch für den Reiter gibt's bei Fundis alles, was das Herz begehrt. Ihr wollt auch so schöne Sachen? Dann schaut bei www.fundis-reitsport.de vorbei. Und wer ist diesmal unser Fashionstar? Eine schwierige Entscheidung für Jens. Die erste Teilnehmerin war die Nicole. Hat einen coolen Look ausgesucht, was ich mutig fand auch. Das dunkelgrüne Jackett, sehr stylisch. Und was ich auch gut finde, wir hatten ja das Motto Turnieroutfit, das perfekte Turnieroutfit. Sie hat super eingeflochten. Was ich auch cool finde, ist natürlich die Haare unterm Helm. Ich mag nicht so gerne Pferdeschwanz. Die super Reithose, der Gesamtlook und dann auch die Lackgamaschen fand ich alles wie aus dem Ei gepellt. Ich hätte mich für den Fashionstar ein bisschen gefreut, wenn noch ein bisschen besser geschoren gewesen wäre, dass es noch mehr aus dem Ei gepellt gewesen wäre. Aber der Gesamtlook ist perfekt. Und was ich gut finde ist, das gehört nicht ganz dazu, bei dem Motto, ja, Turnieroutfit, Motivation und Action und Fashion Style. Aber sie hat die tollen Sicherheitsbügel und die finde ich auch richtig cool. Ja, eine Note gibt es von mir. 8,6. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Nicole, dass du mitgemacht hast. Die Helen, die zweite im Bunde der Staffel 6, unsere Dressur-Lady. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich etwas überrascht beim Fashion-Star-Look, dass unsere Dressur-Lady nicht eingeflochten hat. Und dann war ich schon so gespannt auf den schicken Dutt. Unter, ja, also für den strengen Dressur-Look, dass das Ganze wie aus dem Ei gepellt beim Fashion-Star von Staffel 6 rüberkommt. An sich eine super edle Gesamterscheinung, muss ich sagen. Auch mit Pferdeschwanz, auch eine sehr schicke, sehr High-Fashion-Erscheinung. Und die bewerte ich mit 8,4.
Celine, der U25-Pokal in Aachen ruft und vielleicht auch Fashion Star 2021. Ich finde, die Celine hat das ziemlich gut gemacht mit ihrer herzlichen, entwaffnenden Erscheinung, hat auch, finde ich, einen sehr großen Modemut bewiesen mit dem Strass, was normalerweise nicht so ganz ihr Style ist, aber auch in Kombination mit dem Stirnband vom Pferd, eingeflochten vom Allerfeinsten, alles bis in die letzte Ritze, poliert und schick gemacht. Und ja, als Gesamteindruck bekommt die Celine als Bewertung eine 8,8. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Celine. Mua. Julia, unsere Pretty Woman von Staffel 6. Julia hat das ziemlich cool gemanagt, war Action pur, auch bei der Präsentation sehr viel Action, das Motto gut umgesetzt. Was ich ganz cool finde jetzt, auch mal ohne Reiterkappe, sondern mit dem Cappy, mit Pferdeschwanz, sieht sehr stylisch, sehr fashion aus, hat eine sehr, sehr coole Fashion-Attitüde. Und es war wirklich der Kampf der Testimonials in der Staffel 6, muss man sagen, die liegen alle extrem nah beieinander. Und die Julia hat die Mega-Note von 8,6 erreicht. Herzlichsten Glückwunsch, Julia, und tausend Dank fürs Mitmachen. Es kann nur eine Fashion Star 2021 in Staffel 6 werden. Die Gewinnerin, die herzliche Celine mit einer Wertnote 8,8. Die herzlichsten, tosendsten Abläuse, die man sich nur vorstellen kann, ins Hessenländle und insbesondere natürlich auch an den Reitverein Firnheim und die Schulpferde dort, die sich über ja, das tolle Outfit und die Sondergaben freuen dürfen. Hier noch einmal alle Wertnoten in der Übersicht. Es gibt diesmal zwei zweite Plätze. Spitze, das ist die Siegerin der sechsten Staffel. Unser Fashion Star bei Piqueur und Escadron ist Celine mit ihrem Tönne. Mit diesem Look ist sie auf jedem Turnier ein echter Hingucker. Als Preis bekommt Celine nicht nur alle Klamotten von Piqueur, Escadron und Fundis im Wert von über 700 Euro, sondern auch die goldene Schleife und eine Schärpe sowie Sachspenden im Wert von 500 Euro für den Reitverein Firnheim. Herzlichen Glückwunsch an dich, Celine, und den Reitverein! Ganz, ganz lieben Dank an Piqueur Escadron und Fundis, dem Flagship Store und der gesamten Mannschaft von Clip My Horse für die Staffel 6 von Fashion Star. Und wir freuen uns, weil mittlerweile Millionen das Ganze streamen und anschauen, auf die nächste Staffel von Fashion Star mit Schirm, Charme und Melone. Es war mir ein Fest. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Tausend Küsse. Euer Jens. Ciao. Wow.